Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit der nächsten Folge unserer Buccaneers-Franchise. Inzwischen Woche 14 schon. Heißt, wir haben nur noch 4 Spiele vor uns. Problem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei uns. Immer das Running Game. Alex Collins sah zwar gut aus in der limitierten Zeit, die wir ihn gesehen haben. Dann waren Verletzungen drin und so weiter. Also, hä? Wir können erstmal noch ein bisschen upgraden. OJ Howard mit dem Upgrade. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Vertical Threat 85 mit Moral 87. Und ihr seht ja, bei Tight Ends rastet das immer richtig aus. Runblock Power plus 4. Ahoi, ahoi. Trucking plus 1. Spin Move plus 1. Was ist denn eigentlich sein bester Skill Move? Ich habe das Gefühl, das gucke ich immer wieder nach. Und ich vergesse es aber auch immer wieder. Stiff Arm 80. Juke Move, Spin Move tot. Stiff Arm vermutlich, ja. Stiff Arm und Trucking relativ nah beieinander. Na gut. Aber alles nicht so wirklich. Aber der 8. beste Tight End der Liga. Das ist schon mal geil. Davis mit einem 9. Punkt in Man-to-Man Corner. Moral bringt ihn jetzt schon auf 83. Press und Man. Sehr gut. Sean Murphy Bunting auch. 82 jetzt schon mit Moral. Ein paar mehr Punkte. Play Rack, Man, Awareness, Press. Sehr geil. Bin ich zufrieden mit. Jordan Whitehead kriegt ein Upgrade im Run Support. Jamel Dean. Unsere ganze Secondary kriegt gefühlt ein Upgrade. Haben wir letzte Woche krass gespielt. Secondary-mäßig bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir aber sicher, dass wir lange kein Breakout-Game mehr hatten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir werden gleich was sehr, sehr, sehr Positives sehen. Wenn wir hier fertig sind mit den letzten dreien, die nochmal ein Upgrade kriegen. Ihr seht, ich bringe die alle nur ins Scheme. William Golson zum Beispiel passt jetzt rein ins Scheme. 16k fürs nächste Update. Es wird vermutlich nichts mehr dieses Jahr. Brady Ross. Blocking-Punkt hoch. Ist mir egal, dass jetzt nicht näher ans Scheme rangekommen ist. Lead-Block plus 2 ist wichtig. Impact-Block plus 1 auch sehr wichtig. Noah Dawkins, Field General 65 und nur 4K bis zum nächsten. Also auch da sehr entspannt. So, das, was wir jetzt sehen können, oder was ich schon gesehen habe, was ihr sehen könnt, ist Buttouts. Jalen Reagor ist wieder da. Das ist sehr geil. Da gehen wir natürlich erstmal wieder in unser Wide Receiver Depth Chart. Er ist natürlich zwei. Cannon bleibt auch drin. Ich überlege, ob ich KD Cannon über Scotty Miller packe. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal jetzt. Scotty Miller ist einfach schneller als KD Cannon. Das kann ich gar nicht glauben. Egal, Jalen Reagor schneller als alle anderen. Ist wieder da. Moral hat er sogar auch noch. Geil. Ich gucke mir mal sein Injury Rating an. Nicht, dass er sich jetzt direkt wieder verletzt. Also ich meine, da kann ich halt eh nichts dran ändern. Aber wo ist es? Hier ist es. 88. Breshad Perriman hat 76. Scotty Miller hat 88. Also Chris Godwin wird sich gefühlt nie verletzen. Klopf auf Holz nicht, dass er sich jetzt genau die Folge verletzt. Aber der mit seinen 97, da kann nicht wirklich was passieren. So, gehen wir mal zu den Finanzen. So, Team Revenue 8 Millionen gut gemacht letzte Woche. Durch die Tickets. Ja, ziemlich genau die Tickets, die wir haben. Also deckt sich das ansonsten. Cool. Wenn wir in die Playoffs kommen, wird das Ganze ja nochmal ein bisschen besser sein, nehme ich an. Cheap Upper Tickets. Aha. Aha, okay. What happened to prices in the club section? Wer die club section will, der muss viel Geld bezahlen. Ansonsten geht in den normalen Bereich. Ist nicht wirklich Business gedacht, aber hey, für Tampa machen wir das. Devin White Jersey ist sehr teuer scheinbar. Okay, great prices. Okay, cool. Die freuen sich alle, außer dem Devin White Jersey. 110, 110. Wisst ihr was? Wir gehen mal einfach runter auf 100. Warum nicht? Warum nicht? Und hier sind sie auch alle zufrieden, nehme ich an. Aber wenigstens stehen die tatsächlichen Sachen wieder da. Hot Dogs, Peanuts zufrieden. Und okay, der Preis für Smoked Fish Sandwich. Nice. Also die Fans sind zufrieden. Wir können auch mal ganz kurz auf Fan Happiness gehen. Und gucken, womit sie am zufriedensten sind und so weiter. Roster Rating. Okay, cool. Ja, be my guest. Team Popularity. Warum werden wir unbeliebter? Beziehungsweise, ja, warum werden wir unbeliebter? Was ist denn hier los? Und wo ist es vor allem? Ist es hier bei Team Value? Nee, nicht wirklich. Aber hier stehen wir doch auf 22. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Marketing. Team Popularity. Womit hat das was zu tun? Lokal 7, national 35. Ey, Jungs, ich habe was? 2 Niederlagen oder sowas? Was ist denn hier los?
Ja, zwei Niederlagen, wir sind 10-2. Es gibt nicht viele bessere Teams in der. Vielleicht sind wir sogar das. Ja, guck mal, wir sind das beste Team zusammen mit den Bills und den Cowboys. Pure Frechheit ist das. Naja, egal. Aber wir werden es denen schon noch zeigen in den Playoffs dann. So, ach so, hier. 7-5. Wir sind drei Spiele vor den Panthers. Und haben eins verloren, eins gewonnen. Das könnte jetzt kritisch werden, wenn wir noch eins verlieren der Spiele, beziehungsweise wenn wir nur noch eins gewinnen. Wenn die Panthers alle gewinnen, wir gewinnen nur eins, dann weiß ich nicht, wer weiterkommt. Aber ich sag mal, Chargers, Raiders könnte man schlagen. Wenn wir heute die Bears schlagen, wäre schon erstmal ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ist natürlich cool, nachdem ich mich gerade letzte Woche über den Edge Rush von Cam Jordan so gefreut habe, dass jetzt Khalil Mack in die Stadt kommt mit einem 9-3 Bears-Team. Also wird sehr schwer heute, aber wir haben Alex Collins wieder da gesund und wir haben Jalen Reagor wieder da gesund. Drückt mir die Daumen, wir gehen rein ins Spiel. Yo, wir sind da. Hey Wichtiges everybody, Spiel it's the in der coach, and NFC. this is 10-2 Madden Buccaneers gegen 9-3 2.8 Bears. Sports. Hoffen We're wir just mal, about dass set to get started, and this ought to be a good one. Between the der Tampa gute Bay Mitchell Biscuit Buccaneers so and the spielt wie in Chicago echt. Bears. Und jetzt nicht auf All einmal good einen for krassen the game Madden with Boost scores kriegt. out of Ah, control aber ich at glaube, das halftime. But right spannendere now, Duell ist Brandon tatsächlich auf der Gordon anderen is Seite. standing by to call the action. Here are Brandon Gordon and Charles Ob Davis. wir The good news, irgendwas ins coach, is Laufen that the kriegen, Buccaneers im wahrsten Sinne des lost Wortes. yesterday in Äh, Chicago, oder but nicht. it's still Denn a wenn nicht, winnable wird es ein game langer, to langer, make it schwerer, tonight, harter I Tag. guess, for December football at Soldier Field. The Und wir haben sun keinen is Schnee, wie es out aussieht. Das today ist and schon it mal is cool. unlike any other in sport as Also Vikings draußen lag continue auf their jeden Fall kein battle Schnee. Das wäre against merkwürdig. Nee, the kein Bears. Schnee. Sehr geil. Fired up as their guys are ready to do battle between Aus the Tampa Tampa im Bay Dezember Buccaneers hochzukommen and nach the Chicago. Chicago Bears. With Charles Davis, I'm Brandon Entschuldigung, dann Gordon. halt auch noch draußen Charles spielen. Davis, Bears Macht team bestimmt mega underway. Spaß. They've certainly found their groove of late with Gegen a Khalil Mack 5-0. Spiel macht Now that kategorisch the Spaß sky's übrigens the auch. limit for this team, they're playing the best football that they've played in a long time. On the other side of the field for the visiting Bucks, they come in riding high, just one loss in their last seven games. It's a very focused team, very disciplined. They've kept Lions in Hand, penalties to aber a auch nicht minimum, wirklich. and they're winning football games. Packers nicht dabei, Vikings nicht dabei, die Bears scheinen ja schon relativ sicher durch die NFC North durch zu sein, das ist ja krass. Beziehungsweise gehen wir mal davon aus, dass sie mindestens noch einen Sieg kriegen, beziehungsweise Lions mindestens noch einmal verlieren, dann sind sie schon durch. Aber wir kriegen den Ball als erstes, okay. Ah, direkt Dantzler wieder hinten. Hätte ich eigentlich Reagor nehmen können, aber naja. Der hat ja auch als Returner nicht so viel gebracht, weil ich einfach zu schlecht bin dafür. Deswegen mal gucken. Ich erzähle schon gar nichts mehr von wegen keine Turnover und so. Wir machen einfach unser Ding. 28. Ey, wir können wirklich in den 30-30-Club kommen. Vier Spiele, 10 Interceptions sind drin. Ja, sind safe drin. Drei pro Spiel schaffen wir. Nee, aber mit bisschen Unglück. So, wir fangen direkt mal an mit dem Halfback-Zone-Lauf. Wichtig ist jetzt, dass entweder Perriman reincrasht oder. Ja. Ah, schade. Stiffarm kam nicht an. Aber 3 Yards. Nehme ich. Nehme ich. Unsere Offense kennen wir, aber können wir uns angucken, jetzt wo sie vollständig ist. Jane Reagan. Alex Collins in der Mitte. Ach übrigens, wenn ihr gerade hier seid, ne, lasst mir mal ein Like da. Das sind ja immer die Videos, wo man das ganz gerne vergisst. Kenne ich auch von mir selber. Deswegen, kleine Erinnerung. Ja, fast da. APO, 9 Yards, so muss das. Gleich ist es nochmal, aber eigentlich will ich halt laufen, ne? Jetzt ist mir es auch zu riskant, weil da zwei Leute reindroppen können, plus der Corner steht. Na, nie. Nope. Nope. Nope, 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 nope. Nope. Könnte. Wir müssen gucken, was der Corner macht. Ah, schade. Ey, nein, 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 nein. Ich muss gleich mein erstes Mal in die Wiederholung gehen benutzen. Ich weiß, ich hätte noch ein bisschen warten können. Ich hatte wieder Angst vor dem Pass Rush. Aber der ist vorbei. Keine Chance, dass der den Ball fängt.
Guck mal, der flippt wieder seine Hüfte erst als O.J. Howard. Nee, das mag ich nicht. Nee, nee, nee. Also ist ja jetzt keine wirkliche Dreckanimation, dass man sagt, das ist komplett unrealistisch, aber das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Wir werden noch genug Dreckanimationen kriegen, dass man dann den Vergleich hat. Von so einer Animation, wo man sagt, muss das jetzt sein, zu einer, wo man wirklich sieht, dass es Quatsch ist. Ja, Sack, wer war's? Roy Robertson Harris, unser Mann. Free Agent, Anfang der Saison zu uns gekommen. Und seitdem nur abgerissen. Bullshit. War ich zu flach. So, dritter und, okay. Wir haben Cover to Sink, ich spiele Hardflats. Obwohl. Ich spiele Softscore rechts. Ja, Murphy Bunting, sauber. Sehr, 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 sehr sauber. Stark. 4 und 3, 58 Yard Field Goal. Ich weiß nicht, wie der Wind ist. Sie versuchen es auf jeden Fall. Ich finde, mein Returner steht ein bisschen weit vorne, aber gut. Oh, der ist weg, der ist weg. Die Weite hätte er gehabt, aber der ist zur Seite geflogen. Geil, wir kriegen den Ball in 48. Also hat unser Turnover nicht allzu sehr wehgetan. Ich habe zu früh den rechten Trigger gedrückt und bin ins Sprinten gekommen, deswegen bin ich da hier in meinen Lineman reingerannt. Aber shit happens, wir bleiben, wir spielen den Angle Smash. Ziel 1 ist natürlich Howard, ihr wisst es. Aber, das ist ziemlich sicher ein Cover 2, ansonsten habe ich Rager. Ja. Und ich werfe R1, aber viel zu spät, dann Khalil Mack ist wieder da. Tja, so ist es, ne? So ist es. Und damit beginnt es. So, double teamen wir den doch auch mal direkt. Wäre natürlich doof. Wäre natürlich doof, wenn der jetzt droppt, aber hä? Droppt nicht. Oh ja, die haben mich rübergehauen. Und ich hoffe mal, dass es Roughing war. Ich habe nicht hingeguckt, aber vermutlich ist es eher Holding. Ja, es ist Holding. Wie kann so schnell Holding sein? Wie kriegt man überhaupt so ein schnelles Holding hin, Mann? Cool. Also, First Down bei Dritten und Weit wird zu Dritten und 20. You love to see it. Dann spielen wir mal schön konservativ und Draw. Mit einem schnelleren Back wäre ich vielleicht durch die Lücke durchgekommen, aber wäre schon ein bisschen mutig gewesen. Ne? So, Wind 7 gegen uns. Ich bin sehr, sehr schlecht darin, nochmal einzuschätzen, wo der hingeht. Und nein, ich möchte nicht die Kamera umstellen. Ich möchte das aber so versuchen, damit es sonst ein bisschen zu einfach ist. Oh, der hat wieder nur mit dem Arm gezuckt. Theoretisch ist es kein Fair Catch, weil der Arm nicht über dem Kopf ist. Aber wenn ich den jetzt umgerannt hätte, dann wäre das wieder ein Foul gewesen. Also Glück, dass ich da gerade noch weggekommen bin. Das ist so ein Lauf. Das ist kein Lauf. Ja, laber in drei Leute rein. Ich gehe sogar auf den Pick. Was ist das denn? Der wirft in drei Leute einen Lob Pass rein und ja, Anthony Miller ist Megatron auf einmal. Was ist das denn? So wollen wir doch gar nicht erst anfangen, bitte. Haben wir die in der 12? Ich freue mich drüber, dass der Punt halbwegs gut ist und dann kommt sowas direkt als nächstes. Jetzt kommt Edwards einfach hin. Weil, da müssen wir doch direkt das zweite Mal in die Wiederholung gehen. Relativ früh im Spiel und ich verschwende schon mein zweites von dreimal Wiederholung. Aber was, also warum? Du bist eine tiefe Hälfte. Was soll das? Deswegen scout ich Free Safeties. Deswegen scout ich Free Safeties. Was kann dir hier passieren? Niemand ist da. Niemand ist da. Aber guck mal, der lässt ihn da komplett entspannt reinlaufen. Der rennt erst los. Guck mal, der Ball ist 5. Keine Ahnung, sagen wir mal knapp 10 Yards downfield. Da fängt er überhaupt erst an, seine Hüfte zu drehen, nach rechts zu laufen irgendwo hin. Und da kann sein, dass ich schon als User drauf war. Also alleine hat er quasi wieder gar nichts gemacht. Sauber. Freut mich sehr. Und das kann ganz, ganz schwer sein jetzt. Ja.
Erster Lauf. Das gefällt mir gar nicht, gerade defensiv. Oh, Edwards, nein! Oh! Ich stehe nicht in die Wiederholung, weil ich nur noch eins habe. Ich glaube, Edwards wäre da gewesen. Ich habe, nachdem ich auf ihn umgeschaltet habe und zum Ball gerannt bin, habe ich auch so den Kreis gedrückt, glaube ich. Deswegen habe ich den Spieler nochmal gewechselt auf McKinney und, nee, kann gar nicht McKinney sein. Auf 26, Sean Murphy Bunting müsste es gewesen sein, der da von außen reinkam. Aber den kann Edwards bitte auch mal selber intercepten, ne? Oder wenigstens abwehren. Also Edwards gerade ganz, 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 ganz dick auf dem Cutting Board. Wenn der noch irgendeinen Fehler macht, heute ist er raus fürs Spiel. Definitiv. Der ganze Drive für Edwards letztendlich, ne? Selbst wenn man halt theoretisch sagen muss, klar, ich habe hier weggeklickt, aber wenn du vom Spiellevel her redest, ne? Da gibt's ja mich nicht quasi als User, da gibt's ja nur die Spieler. Und da war das Edwards. Ah ja. Line lebt wieder in meinem Backfield, klar, man kennt's. Oh, den wollte ich da überhaupt nicht hinwerfen. Holding. Super Anfang für das Spiel heute, ein super Anfang. Oh, mit ein bisschen Glück. Wisst ihr was, wir gehen jetzt mal hier auf alles oder nichts. Weil die Safety so creepen. Ich hoffe drauf, dass es ein Blitz ist, dann haben wir Rager. Ah, shit. Ja, klar. Natürlich. Mann. Wieso kann ich denn nicht mal wenigstens einen 50-50-Ball werfen? Einfach so, ohne dass er intercepted wird. Nur weil es ein Superstar ist wieder. Man vergleiche den tatsächlich echten 50-50-Ball, der noch dazu nach außen geführt ist, mit dem vorhin auf Anthony Miller in drei Leute. Aber gut. Das verzögerter Bullshit. Als würde er wissen, dass ich im Nickel penne die ganze Zeit. Ja, komm, Viertel. So. Ha, 22. Oh, was? Ist der zweite Hitzig heute, den ich mit McKinney treffe. Zugegebenermaßen Tiefe, aber trotzdem. Alter, 34, raus. Edwards, raus. Trubisky 6 von 6 für 110 und ein Touchdown. Was sind das schon wieder für lächerlicher Bullshit? Ah. Falsche Richtung. So, Free Safety, wen haben wir da überhaupt noch? Maurice Smith. Oder wir packen Whitehead rein. Wir packen einfach mal Whitehead rein. Das geht mir hier zu weit. Das geht mir deutlich zu weit. So, die spielen Trips Offset Week. That's why I tell all you guys, we need more than one tackler to the ball. He broke the first tackle. Luckily enough, Touchdown Bears. Wie schwer kann es sein, Coverage richtig hinzukriegen in dem Spiel? Meine Fresse. Keiner hat Tiefe. Wisst ihr, die stehen halt alle an der fucking Goal Line. Zwei Zonen, die hintereinander sind, stehen an der Goal Line. Als gäbe es keine Abstimmung, als würde da keiner mit niemandem reden. Wofür mache ich denn das, Mann? To about the
So, wie wär's mit einem schönen langen Pass? Oh, eine Holding-Flagge. Gute Idee. Wieso habe ich Rager eigentlich nicht im Slot? Was sagen wir? Das muss ich gleich mal umstellen. And when we talk about the best quarterbacks, we're usually talking about touchdown-interception ratio, aren't we? And 2-1 is acceptable. Und out of bounds, damit hier nicht noch ein Fumble kommt oder sowas. Now we're talking about interceptions versus completions. That's not a ratio should ever be in any. Hey, aber wir haben schon 2 Interceptions heute, also schon 22 Picks. Also brauchen wir nur noch 8. So, mir fehlt ein bisschen tatsächlich meine Ei, wenn ich ehrlich bin. Ei, nee. Howard? Ein bisschen Glück? Nee. Aber Rager für ein neues First Down. So, dann packe ich den jetzt auch mal in Slot, wo wir gerade hier dabei sind, ne? Habe ich am Anfang vergessen. Oder vielleicht hatte ich den auch gar nicht im Slot zwischendurch, aber ist auch egal. So, Rager mit Braid, denn ich hätte bitte gerne keinen Tight End im Slot. Wie wär's damit? So, wir spielen den Crosser. Oh, das ist doch ein Blitz, ha? Big O.J. Howard, his intended target. But it's going to be second down. Here's second and 10 now from about the 32. Krieg ich? Nee, Rager, komm ich nicht ran. Doch komm ich. Doch komm ich. So, was machen wir jetzt? Sind wir nah genug dran für... Nee, kommen wir erstmal mit dem Screen. Obwohl, 16? Na egal. Erstmal Screen. Ich hätte springen können. Ich habe Angst vor dem Fumble. Egal, wir sind an der 1. Jetzt wird... Ich wollte gerade sagen, ich sag's mal nicht allzu laut, damit er es nicht hört. Jetzt wird gesneakt. Come on, Interior ist die Stärke. Ich brauche nur einen Push von Shaq Mason. Wie zum Teufel war der nicht... Wisst ihr was? Shit. Wir gehen in meine dritte Wiederholung. Ich challenge das übrigens höchstwahrscheinlich sowieso, ne? Ah, Knie ist unten, wa? Nee. Aber wieso hält er den... hält den Ball im Bauch? Wieso hält er den Ball im Bauch? Ey, Engage 8 und er kommt 3 Yards raus. Was ist falsch mit dem Spiel? Oh mein Gott. Leck mich an. Ratet. Komm, gib mir ein Playfair, lass dich picken, mein Freund. Wie der Waver da, okay. Wir haben ihn an der 3. Shit. Falsch. Ich habe einfach auf X gedrückt, weil ich wollte, dass das blöde Schild eben wegging. Und dann war natürlich gerade die Spielauswahl. Ich hasse sowas. Weak Wing. Maybe just run up the middle. Yeah, I think that might be the spot for them. You gotta try and find some space for your punter. Because you don't want him backed up where he has to alter what he does. Nein. Oh mein Gott. And they'll get him down up past the 15-yard line. First down for the Bears, a gain of 15. So after the defense gets you the ball on a takeaway on a fumble recovery of their own, you've got to reward them, don't you? You've got to stay out on the field. Rechts kann ich, rechts ist Eis. Nope. Oh mein Gott, die können doch nicht aber wirklich alle Blocks gewinnen. Was ist denn das? Auf beiden Seiten vom Ball vor allem. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das Einzige, was bisher funktioniert hat, war unser Gun Zone Run.
Ansonsten haben wir nichts gekriegt. Ja, steh rückwärts zum Ball, das ist immer eine richtig gute Idee. Acht von acht für 170 und zwei Touchdowns. Es werde gepriesen, das Spiel. Mitchell motherfucking Trubisky, Alter. Klar, wer sonst? Wer wenn nicht Mitchell? Wenn man das hört, ne? Oh, ey, ich stehe. Meine Fresse bin ich sauer schon wieder. Meine Fresse bin ich sauer. Gebt mir noch ein Goal-Line-Fumble und danach so ein Bullshit-Drive. Es macht Spaß. ...99-Yard-Drive. Geil. Trubisky geht ohne Incompletion aus der Hälfte. Auch geil. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Sack. Mega cool. Drei Turnover. Richtig geil. Einer davon an der gegnerischen 1 aus der Goal-Line-Formation. Ey, leck mich wirklich. Ah, schön überworfen nochmal, danke. Ist richtig geil, macht Spaß, ja. Wie, aber jetzt mal ernsthaft, wieso überwerfen CPU-Quarterbacks keine Bälle? Ey, Mann, es ist schon wieder eine Last. Eine Last, sage ich euch. Shit, was ist das eigentlich? Der nächste Fumble. Ey, Mann. Mann. Wieso sind die Leute von dem Spiel solche Übertreiber wirklich? Kann sein, dass ich Trigger. Aber klar, wir haben wieder ein Split-Second-Holding. Wie kann so schnell ein Holding passieren? Wie kann so schnell ein Holding passieren? Das ergibt keinen Sinn. Ich will doch nur Sinn. Sinn, 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 Sinn. Jetzt sind wir an meine eigenen 30, Alter. Was? Kann er mal seine Fresse halten? Warum sollten wir das ausrennen, wenn wir 9000 Punkte down sind? Meine Fresse. Merkt ihr, wie ich Bock hab? Ich hab so Bock gerade. Ich hab so Bock. Das macht so Spaß, Alter. Ich würde gerne noch mehr Geld bezahlen. Kann man eigentlich spenden, Geld an EA, dafür, dass sie so geiles Produkt haben halt? Manchmal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich mir denke, was? Ich habe nur 1 Million Euro für die... Ah ja, klar. Ich habe nur 1 Million Euro für dieses Produkt bezahlt und krieg sowas dafür raus, Alter. Das klingt jetzt mit Geld nicht zu machen, aber ich würde halt schon gerne noch mehr Geld bezahlen, so, weil irgendwie kommt mir das vor, als wäre es zu wenig. Ich weiß auch nicht. Ey, Incompletion! Wow!
Ja, ich nehme sowas von Timeout, dann habe ich wenigstens den Return noch. Was ist das denn für Quatsch? Ich nehme sowas von den Return auf mich, voll egal. Oh, und die kriegen auch noch den Ball in der zweiten Hälfte. Oh, was ein Spiel. Die kicken nicht mal out of bounds, auch sehr logisch. Ah, geiler Juke. Geiler Juke. Schön, nochmal zum Schluss. Da hat man noch was, worauf man sich freuen kann. Zweite Hälfte. Coach. All right, Brandon, we'll get back to you and Charles in a bit. But first, let's get to some of these scores around the NFL here in a busy week 14. We'll get started over at Mercedes-Benz Stadium in downtown Atlanta, where you see the final score there. Cam Newton leading the way in the victory with 3 touchdown passes. From there, we head all the way out west to see what's happening with the LA Chargers. And they trail that one to the visiting Oakland Raiders. Derek Carr has a couple of touchdown passes there. Finally, let's get to Indianapolis to check on the Colts at home at Lucas Oil Stadium. And that one is at halftime, as they've got the lead over the visiting Detroit Lions. The Colts trying to gut this one out, as it would be a good victory for them if they could get it. So, hier, ich hab keinen Bock mehr auf Halftime. Weg. Weg, 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 weg. Bring mich raus aus dem Spiel, ey. Meine Fresse. Gott, greif von noch mehr Tackles ab. Easy. Ich weiß, dass es mit den Coaching Adjustments zu tun hat, aber. Ey, stell die Slider wieder zurück, wirklich. Das ist doch so ein Quatsch. Und da kann auch niemand dazu hören, jetzt ist es spannender geworden. Es ist nicht spannender geworden, es ist einfach nur noch willkürlicher geworden. Für jeden Tackle nach vorne fallen. Es ist Es ist Terry Cohn, Alter. Der wiegt was? 80 Kilo oder so? Danke. Steh. Wenigstens was für die Statistik. Ahoi. So, ich bin kurz davor, die richtig ekligen Money-Spielzüge auszupacken, um einfach hier auf Teufel komm raus zu gewinnen, ja? Aber wenn ich Zeit habe, ist halt jetzt die Frage, versuche ich mir die Zeit rauszunehmen für einen eventuellen... Gib mir noch ein Holding drauf. Das wäre jetzt die Creme à la Creme. Yeah! Jensen, raus! Nein, 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 raus. Kurz vor Cutten. Kurz vor Cutten. Weg. Ist mir scheißegal. Willkommen im Team, Alex Kappa. Ey, Jensen. Ey. Ich hoffe, ich habe das wieder vergessen, bis das Spiel vorbei ist. Denn ansonsten ist ja wirklich sowas von in Gefahr, gecuttet zu werden, ne? Das ist doch schon wieder ein Blitz. Kann ich schon wieder an. Was denn behind the line? Was erzählt der denn? Wir haben 3 Yards gekriegt mit dem Lauf gerade. Dunkel. Meine Fresse. Jetzt sind selbst die Kommentatoren schon was heißt selbst? Die sind ja auch programmiert. Können ja nicht entscheiden, was sie sagen. Oh, gib mir rechte B-Gap. Nope. Egal, Collins, neues First Down. Hurry up, tight end attack. Oh, cool, wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Ah! Recovered, they have.
The psychology of the game never ceases to amaze me because you would think there would never be a fumble from what we hear from coaches all the time, right? And how much they practice not. Ich habe 2 Picks und 3 Fumbles. Was gibt er mir 3 Fumbles in einem Spiel? Yet there are humans out there running around, and we just saw another one. Opportunistic by the defense. Now Chicago getting ready to go as they take the field. And following lass mir like, dass ich mich noch sauber habe. Interception. Are you a little bit more cautious when you start that next drive, or no, you just throw that out the window? Gib mir den. Wenn das Pass Interference ist, dann kündige ich. Warum? Gib mir wirklich direkt, drück mir fucking Fumble rein und gib mir ey. Ich gehe in Schuhclock, ist mir voll egal, ich gehe in Schuhclock. Was ist das? Ey, Dude, der mir die Slider gegeben hat, ich hasse dich. Offiziell. Was soll denn das? Was ist dieses Spiel? Erklärt mir das bitte. Ich habe 5 Turnover. Ich kann mich nicht mal mehr an die Picks erinnern. Von mir aus war das beides meine Schuld. Ich weiß, der zweite war ein 50-50-Ball. Was war der erste? Ich weiß nicht mehr, was der erste war. Was war der erste? Ich glaube, es war auch Kendall Fuller. Ich bin mir nicht mehr sicher gerade. Ey, aber wie kann man so schlecht sein? Fumble inside the red zone. Certainly don't want to do that again, Alter. Wir haben schon 2 davon heute. Ey, ich bin so kurz davor, also richtig derbe rumzufluchen. Ich habe schon richtig derbe rumgeflucht heute, aber noch. Glaub mir, das geht noch viel, viel schlimmer. Ich bin gerade noch mies an mich beherrschen, ja. Das ist noch gar nichts. Denk dran, ich komme aus Berlin. Ja, lass fallen, Howard. Das ist nicht so, als müsstest du was gut machen, wa? Ist ja nicht so, als müsstest du was gut machen. Mein Running Back, statt irgendwo zu helfen, steht mir selber am Weg beim Raus-Scramble-Versuch. Ey, das wird ja immer besser heute. Das wird ja immer besser. Da stehen 3 Leute rum. Auf der linken Seite stehen 3 Leute rum, während ich gesackt werde von der linken Seite. 6. Ey. Ja. Nächster Sack. Ah, nächste Holding-Flagge erstmal. Geht vom Video weg, ernsthaft. Das wird nur noch irgendwas Schlimmes hier. Kommen nur noch irgendwelche Morddrohungen oder sowas. Ja, man stellt Tackling auf aggressive. 3 gebrochene Tackles pro Lauf, ist logisch. Mein Gott, das... Meine Fresse, was soll denn das? Die machen doch echt, was sie wollen, Alter. Wofür spiele ich denn überhaupt? Kann ich ja so einen kleinen trainierten Affen hier hinsetzen. Was macht White? Kann mir das irgendjemand erklären? Klar, ich drücke Dreieck, aber heißt es, er muss 8 Schritte nach links unten laufen? Du hässlicher Hund, Alter. Ja, guckst genauso
dumm, wie du bist, Mann. Das ist heckiges Missfield. Yeah, it's great for him. I like what you said there. Sometimes he gets lost in the traffic a little bit. Gib mir den Ball. Natürlich nicht. Ah, Taylor Gabriel. Ich bin ehrlich, freue mich über die Verletzung gerade. Taylor Gabriel hat mir eigentlich nichts getan, egal, trotzdem. So, first and 10 now from the 30. Gib mir den Ball, Mann! Ah ja, logisch. 8 Yard Lauf. Nein, komm doch nicht rein, McKinney. Ich war Bunting was. Ich war gerade am rausziehen den Ball. Wenn es ein Screen ist, bin ich da. Hard flat. Und ich komme rein. Ich hatte heute den längsten Tag aller Zeiten in der Uni, ja? Ich komme wieder nach Hause, um aufzunehmen. Um aufzunehmen, ja? Um das Spiel aufzunehmen, was mir eigentlich Spaß macht. Und dann ist das so ein... Ey. An alle, die jetzt noch da sind, ich bin mir sicher, ihr mögt Rage-Episoden, also wenigstens ist es cool für euch, aber jetzt mal ganz ehrlich, Spaß beiseite. Ich lieg gerade 35-0 hinten gegen Mitchell motherfucking Trubisky. Ja, ich spiele jetzt einfach aus Suggestions, kann ja eh nicht passieren, so. Was soll schlechter sein noch als alles, was bisher passiert ist. Ey, Face Mask, ja, wir sind in Fico Range. Wisst ihr, was das heißt, dass wir in Fico Range sind? Wir können nochmal fummeln. So they'll take the yardage and tack on 15 more for the face mask. Talk about a play that absolutely costs you in the end. Just trying to do your job, right? Trying to get him on the ground. Next thing you know, they'll march up another 15 against your squad. Nothing open down. Okay, spätestens jetzt sind wir in Fico Range. Das heißt, spätestens jetzt kann man fummeln. So, was haben wir noch so Schönes? Irgendwas noch, wo man gepickt werden kann vielleicht? Wie wäre es damit? Kann man mal machen, wa? Slide. Und wir sind an der 5. Tral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 
über den, unter den nächsten, so wird das gemacht. So wird das gemacht bei Trubisky im Haushalt, ja? Niemand kann ihn aufhalten. Mitchell Trubisky, 19-facher MVP, wer kennt ihn nicht? Kann irgendjemand vielleicht irgendwas machen? Wie wäre es damit? Dankeschön wieder, Vay. Was ist das auch schon wieder für Playcalling, Alter? Die sind 35-7 vor und der kommt in Goal-Line-Play-Action raus. Wer denkt sich denn sowas aus? Wer arbeitet bei EA eigentlich? Was machen die Leute, die da arbeiten den ganzen Tag? Wie kann das kein Pick sein? Aber ein 50-50-Ball, den ich einfach so werfe, ist ein Pick. Direkt der erste 50-50-Ball, den ich werfe. Ist ein Pick. Ey, wir kriegen den Ball wieder. Wir kriegen den Ball wieder. Da. Mal gucken, ob wir irgendwie noch pushen können. Vielleicht versucht Jane Rager noch ein paar Yards zu geben oder sowas. Weil alles andere ergibt ja keinen Sinn jetzt. Collins hat zwar seinen Touchdown, aber hat vorne an der 1 gefummelt. O.J. Howard, der eigentlich unser bester Spieler ist, hat in der Red Zone gefummelt in einem verdammt wichtigen Drive, wo wir wieder hätten reinkommen können mit bisschen Fantasie. Chris Godwin sowieso abgemeldet, beziehungsweise eigentlich war der 1-2 mal gut offen, aber dann kam natürlich der klassische Jameson, hat ihn überworfen wie Sau. Ey Mann, das kann doch nicht sein, dass immer wenn jemand offen ist, dann der Pass Rush auf einmal dreimal so stark ist. 7-6. Das ist der Matuschka, du bist der beste Mann. Das ist der Matuschka. Ah ja, na klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Kann ja nicht sein, dass Cam Jordan so viele Sacks hat und dann Khalil Mack sich vorkommen muss wie so ein Vollaffe. Ah, ah. Oh, stimmt, warum habe ich einen Play gemacht? Ah, oh, ich hätte ja die Uhr runterlaufen lassen können. Danke, Kommentator, habe ich voll vergessen. Manchmal bin ich ein bisschen doof. Es wäre clever gewesen, jetzt die Uhr runterlaufen zu lassen. Gefällt mir aber auch, dass die Bälle jetzt alle akkurat kommen. So, das macht Spaß. Weil so kann man sich wenigstens nicht fragen, oh, was wäre wenn? Ich keine 19.000 Turnover gekriegt hätte. Wieso hat Rager keine Skill-Moves? Das regt mich ein bisschen auf. Also jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern generell. Wir haben Thorsten Howard auf einer Corner Route. Ah. Ja, zwei Superstars ist halt auch sehr blauäugig da reinzuwerfen, einfach so, wa? Thorsten Howard jetzt auf einer Streak. Eddie Jackson, aha, aha, aha. Whip. Ah ja. Wieso hat keiner von meinen Skill-Moves eigentlich? Hat, ja, klar. Rojo hat krasse Skill-Moves, aber ja, der ist halt weg, ne? Wieso, nächste Sache, yay. Yeah, warum sollten die auf aggressive sein? Warum sollten die irgendwas riskieren? Warum sollten die, nein. Lassen wir mal machen, wa? Ja, wieder die klassische Drag, die ein bisschen nach hinten gelaufen wird. Das sind nämlich die besten Drags, die keinen Raumgewinn bringen. Das sind die, die man haben will. Das ergibt für euch vielleicht keinen Sinn, weil ihr nicht so ein unglaubliches Football-Verständnis habt wie ich. Aber das sind tatsächlich die richtig guten. Bam! Rushing Touchdown, let's go. Ja, dance, James Winston, du kannst tanzen. Ja, gib ihn. Whip. Exakt.
Aber wir sind ja nur 21 Punkte down. Da kann man auch schon mal whippen und Nane und was weiß ich noch. Und Millie Rocken geht alles. Das geht schon klar. Also, da muss man sich auch mal gönnen. Ach nee, Moment. Wir machen natürlich einen Onside-Kick. Kann ja sein. Ja? Und jetzt habe ich natürlich auch mein Timeout verschwendet, weil ich nicht in Onside-Kick ordern kann. Aber hey, was macht der jetzt? Eigentlich wäre es dumm, wenn wir den jetzt kriegen, weil dann mein Glück weg ist für ein anderes Mal. Hitstick. Sehr gut. Damit habe ich jetzt mein Unglück ein bisschen weiter aufgeladen. Das heißt, die Chance, wenn ich wirklich mal einen Onside-Kick brauche, dass er dann funktioniert, ist ein Ticken höher geworden in meinem Kopf. Gewonnen? Geworden. So meinte ich das. Okay, damit beenden wir. Ich nehme natürlich keinen Timeout mehr. Das frechste Spiel, das ich hier erlebt habe. Vermutlich. Zumindest on-camera wird schwer, dass ich mal ein frecheres hatte. Alter, spielen die jetzt wirklich noch was aus? Nee. Trotzdem Hunde und Bears. Oh, ich konnte wieder nicht skippen. Oh! Ich will alle feuern. Das ist eine gute Idee. Lass mich mal in den Kommentaren wissen, ob das so ownermäßig clever wäre, jetzt alle zu feuern. Head Coach raus, Jameis Winston raus, ganze Line feuern. Wide Receiver dürfen bleiben von mir aus. Alex Collins muss gehen. Defense muss gehen. Ich glaube, das wäre clever. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Ja, hier, bla, wir gehen mal kurz die Statistiken durch, ne, für alle, die sich das vielleicht irgendwie angucken wollen. Also ihr müsst dann vermutlich auf Pause drücken. Das tut mir leid. Aber ich habe dafür jetzt momentan wirklich gar keinen Kopf, überhaupt keine Lust drauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen, falls ihr die Rage-Episoden mögt oder wie auch immer. Wenn ja, lasst mir ein Like da, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.